Sparsamkeit ist eigentlich eine Tugend, die ich sehr schätze. Ich selber bin sparsam und beim Einkaufen schaue ich auf die Preise. Ich würde auch nie in ein Lokal gehen, in dem ein Salat Nicoise 24 Euro kostet. Das würde mir den Spaß am Essen verderben. Andererseits kann Sparsamkeit auch absolut krankhafte Züge haben. Ich schaue sehr gerne Verbrauchersendungen im Fernsehen, im ZDF, in der ARD. Ich habe dort neulich eine Familie erlebt, die um den Tisch saß, Vater, Mutter, zwei oder drei Kinder, und sie hatten Coupons und Anzeigen vor sich und schauten sich die Preise an und machten, ganz wichtig, Preisvergleiche. Und dann gingen sie einkaufen und besuchten drei oder vier Lebensmittelmärkte, weil in dem einen Markt war die Milch billiger, in dem anderen das Spinat und im dritten gab es ein Sonderangebot für Balsenkekse. Was für ein vertanes Leben. Ich würde so etwas nie machen. Und ich finde es auch sehr seltsam, wenn Sparsamkeit gesteigert und als Tugend präsentiert wird. Die deutsche Parole Geiz ist geil ist wirklich, abgesehen von Heil Hitler, die schlimmste Parole, die jemals aus diesem Land gekommen ist. Andererseits ist es kein deutsches Phänomen. Neulich in Amerika habe ich einen Reifenhändler gesehen, der vor seinem Haus, vor seinem Geschäft ein riesiges Transparent hatte. Und auf der Transparent stand, buy three, get four. Also wenn man drei Reifen kaufte, bekam man einen vierten geschenkt. Ein genialer Einfall. Ich wäre sehr neugierig, wer nur drei Reifen gekauft hat und den vierten nicht geschenkt haben wollte.